Also diese Highflyer-Technologie-Aktien, und das ist in meinen Augen, also in der breiten Masse, noch nicht ausreichend angekommen, ist jetzt in dieser Schumpeter-Grafik, also das geht jetzt alles schon in diese saturierte Phase über. Und deshalb, also mit Blick auf deflationäre Tendenzen. So, und das habe ich jetzt mal als Aufhänger genommen, um euch ein Piktogramm mitzubringen. Ja, Da wird sich der Raphael Scheidegger auf jeden Fall freuen. Ja, also viele großartige Piktogramme in dieser Folge. Und hier auch nochmal mit dem Hinweis, dass der Herr Schumpeter wirklich der lässigste Ökonom ist, den es auf der Welt gibt. Weil das ist ein Originalbild, was man so von Herrn Schumpeter im Internet finden kann. Im Gegensatz zu den anderen stickigen Ökonomen, die ich dann auch nochmal mit dem Bild bedacht habe, nur damit ihr nochmal sehen könnt, was für ein lässiger Typ. Damals schon ganz gegen die Norm gedacht, Herr Schumpeter. So, und der hat, also man muss dazu sagen, also es gibt bei diesen alten Konjunkturtheorien, also alles bevor das mit Hayek losging, da gibt es halt so fünf, über die man halt gesprochen hat, also wie kommt Konjunktur überhaupt in Gang. Davon habe ich jetzt drei dabei und dann die zwei, die fehlen, die können wir nachher auf der Tonspur machen, wenn ihr euch überhaupt interessiert. Aber wir fangen jetzt mal an, weil er namentlich genannt wurde, mit wie würde Herr Schumpeter eigentlich einen Konjunkturzyklus beschreiben. Und das geht immer so, also ihr könnt euch das schon mal angucken unter der Prämisse, dass ich euch gleich fragen werde, wo stehen wir just in diesem Moment? Dann immer die Frage dazu, sind die Rahmenbedingungen jetzt wirklich verändert? Also mit Blick auf die Notenbanken und jetzt die Energiekrise, Krieg und so. Also nicht, dass es das bei Herrn Schumpeter nicht auch alles schon gegeben hätte. Und dann natürlich die Frage, wie könnte es ab hier in so einem Konjunkturzyklus weitergehen? Also mit Blick auf den Eingangsgedanken, dass man sich ja schon die Frage stellen muss, wo kann der lustige Spekulant jetzt vielleicht noch sein Glück finden? Also los geht es nach Schumpeter grundsätzlich immer in einem Gleichgewicht, damit wir das auch nachvollziehen können. Und in so einem Gleichgewicht, in einem konjunkturellen Gleichgewicht nach Schumpeter, da sind alle Gewinne wegkonkurriert. Und da merkt er schon, ach du Scheiße, das ist schon ziemlich theoretisches Zeug. Aber also wenn es in einem perfekten Gleichgewicht ist, macht keiner Gewinne, weil natürlich direkter Wettbewerb dazu führt, dass halt alle Gewinne, die da sind, auf alle Konkurrenten verteilen. So, in einer Situation, wo keiner mehr Gewinne macht, haben wir natürlich ein Problem, nämlich niemand wird mehr wirklich reich. Und das ist ja also die ganze Idee hinter Kapitalismus, dass man halt Anreize stiften muss, damit die Leute in irgendeiner Form innovativ werden, weil wenn keiner einen Anreiz hat, irgendwie was zu machen, was sich jetzt von dem abhebt, was wir bis hierhin alle gemacht haben, natürlich auch überhaupt keiner das Interesse, ins Risiko zu gehen. So, und hier können wir dann einen neuen Charakter einführen, nämlich den Pionierunternehmer Pinguin. Und das ist jetzt jemand, der wie momentan auch wieder sehr viele Leute, unter anderem auch auf der Veranstaltung, auf der ich da am Donnerstag mit der Strelo gewesen bin, das ist jetzt jemand, der geht tatsächlich ins Risiko. Also der stellt sich jetzt die Frage, gibt es da draußen vielleicht eine Möglichkeit, Gewinne zu machen, die außerhalb dieses Gleichgewichts funktionieren? Sprich, also Gewinne, die noch nicht wegkonkurriert werden durch die Konkurrenz. Und dann, weil mir tatsächlich nichts Besseres eingefallen ist, was man plakativ in so einer Grafik darstellen kann, habe ich jetzt einfach mal Bubble Tea genommen. Also ihr erinnert euch vielleicht noch, das waren diese kleinen Getränke, wo so Kügelchen drin gewesen sind mit diesen riesigen Strohhalmen. Und das hatte mal so einen absoluten Frühling hier in Deutschland. Da sind diese Läden überall aufgetaucht. Und das soll jetzt aber auch einfach nur, also versinnbildlichen, also das ist halt eine neue Idee und das hat es so vorher halt nicht gegeben. Auf jeden Fall der Pionierunternehmer Pinguin, der kommt jetzt auf diese Idee, er tut halt so kleine Kügelchen in Tee und das schlägt jetzt ein wie eine Bombe. So, und das ist jetzt der Punkt in so einem Konjunkturzyklus, wo echte neue Werte geschaffen werden. Das heißt, dadurch, dass halt noch niemand anders in diesem Markt tätig ist, außer der Pionierunternehmer, kann der Pionierunternehmer Pinguin jetzt Monopolgewinne machen, weil es schlicht und ergreifend keine Wettbewerber gibt. Also erstmal eine relativ luxuriöse Situation. So, und wie in jedem Konjunkturzyklus, und das hatten wir in dieser Sendung ja auch schon zu Genüge, also wo sind die Nifty 50 jetzt, nachdem sie doch damals also die ungeschlagenen Champions auf der ganzen Welt gewesen sind, ist, dass natürlich irgendwann jemand dazukommt und der hat eine geniale Idee, nämlich er erfindet einfach mehr oder minder genau das gleiche Produkt.
ist in unserem Fall dann die Copycat und die erfindet einfach ihren eigenen Bubble-Tee. Das führt jetzt natürlich dazu, dass halt einfach einmal der Kunde als solches, der Konsument, kann sich jetzt entscheiden zwischen zwei verschiedenen Produkten. Das geht natürlich immer zulasten der Marge vom Pionierunternehmer Pinguin. Und dann, sobald ein Markt entstanden ist, und das kommt dann, wo die ganzen Vorsichtigen, die jetzt erstmal noch nicht bereit sind, Risikokapital einzusetzen, sobald die sehen, es kristallisiert sich ein monetarisierbarer Markt raus, kommen natürlich allerlei andere Copycats dazu und die haben auf einmal auch alle innovative Ideen und lustigerweise ist es immer das gleiche Produkt. Und das führt dazu, dass am Ende wieder alle Gewinne wegkonkurriert sind. Also das ist die klassische oder das ist die schumpeterische Konjunkturtheorie. Oder das Beispiel für eines nicht vorhandenen Burggrabens. Ja, aber auch das ist ja die große Frage. Also an und für sich nach Schumpeter, und das hat er hier wunderbar in Band 1 schon dargestellt, ist sowas wie ein Burggraben, kann es in einem funktionierenden Markt ja gar nicht geben. Ja. Oder nur auf Zeit. Ne? Oder nur auf Zeit. Ja. So, was uns dann jetzt zurückbringt, also Stand heute. Also Märkte sind kriselige Märkte. Und man steht jetzt also vor der großen Frage, befinden wir uns am Ende eines Konjunkturzyklus, was eine wichtige Information ist. Also das können wir auch nochmal die Howard-Marx-Folge dann verlinke ich euch hier drunter, macht euch keine Sorgen. Komm, machst du doch sowieso nicht. Ne? Ja, versuche ich, aber ich, irgendwann schreibe ich mir das auch mal mit. Ich sehe dich immer da so fleißig schreiben und das, was ich da alles verlinke. Ab 1000 Abonnenten holt Jay alle Verlinkungen nach. Ja. Da kümmere ich mich da wirklich drum. Da hat man das ja schon gesehen. Also wenn du eine schmale Mark machen möchtest an den Kapitalmärkten, dann solltest du schon in der Lage sein, diese Konjunkturzyklen zumindest also grob skizzieren zu können. Und hier habt ihr jetzt schon gesehen, dadurch, dass ich das so unglaublich simpel darstellen konnte, im Gegensatz zu 2,5 Stunden Howard-Marx-Folge, ist das alles noch ein bisschen rudimentärer gewesen, als es jetzt mittlerweile schon in der Betrachtung von so cleveren Marktteilnehmern, wie wir es sind, ist. So, aber jetzt natürlich die Frage an euch. In diesem wunderbar einfachen, holzschnittartigen Konjunkturzyklus, was würdet ihr sagen, wo sind wir und wie geht es ab hier weiter nach Schumpeter? Also bevor ihr... Ja. Versucht das wieder komplex zu machen, versucht es mal ganz, ganz einfach und simpel, so wie da mit den Katzen und den Bubble Teas beschrieben, darzustellen. Herr Strelo. Finde ich jetzt schwierig zu sagen, weil dieser Zyklus, den du da beschrieben hast. Du hast mich doch gerade schon gemeldet. Ich dachte, du hast. Nee, ich hab den Kollegen verabschiedet, der in Feierabend gegangen ist. Ich habe das als Wortmeldung. Also die Handelsüberwachung Düsseldorf ist jetzt nur noch rudimentär besetzt. Ihr könnt Unsinn machen. das war keine Meldung. Ja, mit dem Zyklus, den fand ich ja sehr nachvollziehbar. Allerdings passiert er ja hundertfach. Und deshalb tut mir jetzt gerade schwer zu überlegen, wo man denn insgesamt steht. Weil immer wieder gibt es neue Innovations- und Produktideen und andere, die halt ihren Zenit deutlich überschritten haben und eigentlich aussortiert werden können. Ja, aber wir sind ja bei dem Modell. Also ich bin ja auch kein Fan von dem Modell. Ich glaube auch, dass es komplexer ist. Aber wir müssen ja wenigstens das Modell kennzeichnen. Das war ja, vor 100 Jahren war das der Shit, da haben die Leute das gesehen. Ja, absolut. Natürlich. Das ist doch der Kollege mit schöpferischer Zerstörung. Ja, der ist es. Ja. Also mit Blick auf die Technologiebranche würde ich sagen, sind wir tatsächlich in diesem letzten Stadium, dass die Copycats quasi alles fluten. Zumindest der Versuch, ob das Ziel schon erreicht ist, dass die Gewinne eben weg sind, das weiß ich noch nicht. Aber echte Innovation sehe ich irgendwie nicht mehr, sondern nur die Chance, das nächste XY zu sein und dementsprechend auch alle Mechanismen, die vorher schon bekannt sind und von Erfolgsmodellen abzuschreiben, anzuwenden. Und da entwickeln wir halt die fünfte App, die das Gleiche macht oder die 12. Software, die irgendwie, den 12. Energy Drink und so weiter. Also nicht nur die Technologie, ne? Es ist nicht nur die Technologie, aber da fällt es mir irgendwie besonders auf, weil alle diesen Fokus haben auf skalierbaren Geschäftsmodellen mit wenig physischen Einsatz. Mhm. Ja, also das wäre so meine Standortbestimmung.
dass wir da quasi in einer sehr, sehr späten Phase sind. Die Gleichmacherei, die Kopien sind im Umlauf und echte Innovation nicht sichtbar. Ich schließe mich an. Ich hätte uns auch links unten verortet. Ich glaube auch, dass alles jetzt da ist, dass wir eine sehr aufregende Zeit mit vielen, vielen innovativen Entwicklungen in jeglicher Hinsicht, nicht nur in der Tech-Branche, hinter uns haben, auch im Lebensmittelbereich. Wenn man mal vor 10 Jahren wusste kein Mensch, was vegan ist, vegane Ernährung. Im Kosmetikbereich gibt es vegane Produkte und eine ganze Trend hat sich da entwickelt. Im Autobereich gibt es unfassbar neue Möglichkeiten, die sich da auftun. Also ich würde da jeglichen Bereich mit einschließen. Aber zum Beispiel noch in unserer Erinnerung haben wir noch die Virusgeschichte. Und wie viele Unternehmen sind in der Lage, innerhalb von 5 Tagen einen Impfstoff zu produzieren? Das war jetzt übertrieben, ne? Aber um es deutlich zu machen. Copycat. Es ist nicht mehr so, dass einer vorangeht, ins Risiko geht, auf einmal sind irgendwie alle da. Also ich sehe das auch links unten. Und ich kann dazu aber noch ganz kurz was anderes sagen. Ich habe auch noch eine Frage oder keine Frage, aber so ein Hallo habe ich bekommen bei Instagram. Und da fragte mich jemand, oder sagte, er hat sich mit Nassim Taleb beschäftigt, Narren des Zufalls gelesen. Danke für deinen Buchtipp, Tino. Wunderbar, gern geschehen. Und wenn die Durchschnittsrenditen im S&P 500, haben wir eigentlich auch fast jede Sendung reden wir darüber, 7-8% sind und wir die letzten 10 Jahre zurückschauen, was wir für Renditen im S&P hatten, jedes Jahr eine andere, aber negativ war es bis 2018, da waren wir ein bisschen knapp im Minus durch den Zinsschock im Dezember, wurden die ganzen Gewinne abgegeben, ansonsten waren das immer positive Jahre und teilweise zweistellig. Und um auf eine Durchschnittsrendite zu kommen, muss es ja mathematisch auch zwangsläufig jetzt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, nicht muss, ich nehme es zurück, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir jetzt negative Renditen erwirtschaften, Klammer auf müssen, Klammer zu, um wieder zu einer Durchschnittsrendite zurückkehren zu können, zu einer historisch im 100-jährigen Bereich liegenden. Und das spricht wiederum auch dafür, das ist jetzt aus einer ganz anderen Abteilung, aus dem Indexing, kann man das aber trotzdem schlussfolgern, dass auch das eigentlich die Bestätigung oder eine mögliche Bestätigung dafür ist, dass dieser Konjunkturzyklus vorbei ist. Ja, weil, also am Ende ist das auch mehr oder minder, also das also wirklich, wirklich gut rausgearbeitet, also was ich da jetzt halt auch gesehen habe, also wieso ich Schumpeter, also ich meine, weil er genannt wurde, aber weil es halt auch einfach wirklich, das ist, also es fühlt sich so an, und es erscheint einem ja auch auf den ersten Blick genauso. Also diese High-Flyer-Technologie-Aktien, und das ist in meinen Augen, also in der breiten Masse noch nicht ausreichend angekommen, ist jetzt in dieser Schumpeter-Grafik, also das geht jetzt alles schon in diese saturierte Phase über. Und deshalb, also mit Blick auf deflationäre Tendenzen, ja, aber die ergeben sich halt nicht, weil irgendwie Prozesse gen unendlich optimiert wurden, sondern halt einfach, weil natürlich mehr Wettbewerb da ist. Also ganz klassisch, das hat der Schumpeter damals schon gewusst, also du kannst natürlich noch so ein geniales Fahrrad mit dem Tablet entwickeln und vielleicht macht das halt irgendwann mal Monopolgewinne während der Pandemie, aber irgendwann kommen halt einfach 3 Jungs und die stellen halt einfach ein Fahrrad auf eine Rolle und montieren hier vorne ein iPad dran und dann war es das halt mit Monopolgewinn. Und dann geht halt diese Preisschlacht los und natürlich hat das deflationäre Tendenzen. Und das ist aber, glaube ich, also wichtig für den Anleger zu verstehen, der jetzt halt gerade den Dip kauft, ist, dass man natürlich erstmal davon ausgeht, dass die, ja, jetzt nach dieser kleinen Krise, jetzt muss ich da irgendwie schnell nochmal reinhacken, bevor es dann halt wieder richtig anzieht, ist, um nochmal richtig anziehen zu können, musst du halt, also die Katze sein, musst du der Pionierunternehmer-Pinguin sein. Ja. Und diese Phase ist halt auch schon wieder überschritten. Das heißt also, wenn du sagst, also du kaufst nicht den Dip, sondern du musst halt irgendwas auf Bottom Line jetzt kaufen. Also hier geht quasi schon was ganz Neues los, was du noch überhaupt nicht siehst. Also sich jetzt hier darauf zu verlassen, dass halt einfach, also diese Unternehmen, die vor 2-3 Jahren Highflyer gewesen sind, dass die nochmal zurückkommen, so der Zug ist schon abgefahren. Und ja, das ist halt, was Schumpeter dir da halt auch sagen wollte. Also sobald halt irgendwie
die Geier oder die Löwen das Blut riechen und sehen, da ist Geld mit zu verdienen, dann kommen die. Und dann gibt es halt quasi, dann ist Zoom ist der Shit, dann kommt Microsoft Teams dazu, dann kommt, wie diese ganzen Programme heißen, und dann wird dieser Markt halt einfach zerlegt wie ein Stück Filet, um bei meiner Löwenanalogie zu bleiben. Und das ist also wieso man hier, also selbst damals schon, auch wenn man natürlich sagt, Mensch, da hat der aber die ganze Fiskal- und Geldpolitik mit rausgelassen, aber auch manchmal sind es die einfachen Dinge, die simplen Dinge, die halt auch zeitnah funktionieren. Also deflationäre Tendenzen, ja, aber nach Schumpeter aus einer ganz anderen Richtung als da, wo man jetzt denken würde, dass die herkommen. Ja. Ich habe noch eine kleine Ergänzung, Jay. Weil ich ja ab und zu auch mit Tradern Kontakt habe. Ich bin ja vollkommen ohne irgendwelche Scheuklappen unterwegs und spreche mit allem und interessiere mich auch für alles. Im Trading-Bereich gibt es auch einen Stil, einen bestimmten Spekulationsstil, will ich ihn mal nennen, der Folgendes sagt, und es ist interessant, dass du gerade uns den Schumpeter mitgebracht hast, weil von Schumpeter haben die Trader keine Ahnung und die Trading-Strategien, die da vorgestellt werden, haben da auch nichts mit zu tun. Aber ich sehe die Parallelen, weil ich beide Welten kenne oder ein bisschen kenne. Dort gibt es einen Satz, über den kann man ja mal nachdenken. Die alten Leader, wenn eine Entwicklung vorbei ist, dann ist sie vorbei. Und die alten Leader werden niemals die neuen sein. Es kommt aus dem, das Alte bildet sich zurück. Und das Neue, was man noch nicht kennt, wird sozusagen einen neuen Trend setzen. Das ist dann der neue Pinguin, der irgendein neues Produkt entwickelt in einer vielleicht ganz anderen Branche. Also deswegen sich jetzt nach den 10 Jahren Tech-Erlebnis sich auf Tech zu konzentrieren, könnte fatal enden für die, die das machen. Es ist genauso, wie du es gerade gesagt hast, Jay, aus Sicht von Schumpeter, besser sich nach neuen Sektoren umzuschauen und mögliche Innovationen und Treiber, auch gesellschaftliche Treiber, dort zu suchen, statt in einem alten, saturierten Markt, der im Rückgang begriffen ist, der weniger Gewinne machen wird, der sich selbst ausblutet, einfach durch sagenhaften Konkurrenzkampf, wie du es gerade beschrieben hast, am Beispiel von irgendwelchen Videosoftware-Geschichten. Das finde ich bemerkenswert, dass also selbst aus der Trading-Ecke das eine Bestätigung, natürlich nicht absichtlich, aber ist für die Schumpetersche Zerstörung, ja, die schöpferische. Ein zeitloser Klassiker. Ja.